Zack McFly. Bodies, willkommen zurück auf meinem Kanal hier. Und wir zocken natürlich weiter noch in Destiny 2. Und ich zeige euch heute, wie ihr an Sturm und Drang kommt. Als allererstes müsst ihr nämlich erstmal Drang freischalten. Die legendäre Pistole. Dafür müsst ihr lediglich auf den Planeten Nessus reisen. Und hier diese blaue Questreihe starten, Exodus Black. Hier müsst ihr mehrere Missionen für Feldsafe erledigen. Das empfohlene Power Level liegt bei 200. Und am Ende erhaltet ihr die Pistole Drang und einen Zettel. Das Ticket ist somit euer Zugang zu der exotischen Handfeuerwaffe Sturm. Und als allererstes solltet ihr dafür zum Kryptarchen in den Turm reisen. Dieser gibt euch dann die Questreihe Relikt des goldenen Zeitalters. Die Sturm- und Rangaufgaben sind, ich sage einfach mal, Fleißarbeit. Die erste Aufgabe besteht daraus, 5 legendäre Engramme zu entschlüsseln. Das heißt aber nicht, dass ihr 5 Engramme beim Kryptarchen entschlüsseln lassen müsst, sondern auch die Fraktionssteigerungen, wo die Waffe sofort entschlüsselt wird beim Erhalt. Das gilt genauso, wie hier gerade gesehen. Die nächste Aufgabe ist gegebenenfalls etwas tricky, außer ihr wisst schon im Vorfeld Bescheid, könnt euch, sage ich mal, darauf vorbereiten und habt bereits ein exotisches Engramm. Denn genau darum geht es, ihr müsst in der zweiten Aufgabe ein exotisches Engramm entschlüsseln lassen. Dieses erhaltet ihr bei öffentlichen Events oder durch eure Meilensteine. Danach müsst ihr wieder auf den Planeten Nessus reisen und dort 10 Gefallene mit der Pistole Drang erledigen. Habt ihr diese erste Questreihe erledigt, müsst ihr wieder zum Kryptarchen, der euch dann auf die Farm schickt, zu Tyra Khan. Und die gibt euch dann die nächste Questreihe. Auch diese Questreihe ist nicht unbedingt schwer, aber wieder eine Fleißarbeit. Ihr dürft zurück auf den Planeten Nessus und müsst dann 10 Gefallene ohne nachzuladen mit der Pistole Drang erledigen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr 10 Gegner hintereinander erschießen müsst ohne nachzuladen, sondern immer mindestens 3, dann nachladen und dann wieder mindestens 3 und so weiter, bis ihr die 10 voll habt. Habt ihr die erste Aufgabe erledigt, müsst ihr 10 mächtige Gefallene mit der Pistole Drang erledigen. Diesmal ist das mit dem Nachladen kein Thema mehr. Allerdings muss der letzte Treffer von euch sein. Das heißt, euer härtester Gegner sind eure Mitspieler. Mit eurem Einsatztrupp könnt ihr das zwar noch absprechen, dass diese kurz vor Schluss nicht mehr schießen, aber mit den anderen Spielern im Public Event geht das leider nicht. Habt ihr auch diese beiden Aufgaben erledigt, könnt ihr wieder zurück auf die Farm zu Tyra Khan und da bekommt ihr dann eure letzte Aufgabe. Die ist auch gar nicht schwer. Und zwar müsst ihr, wie ihr seht, auf den Planeten Nessus, wen wundert's, zurück. Und dort den Strike Exodus Absturz betreten. Ihr müsst sie noch nicht mal absolvieren, denn eure Aufgabe ist es, einen bestimmten Servitor zu erledigen. Der kommt noch vor dem Bossgegner. Wie ihr hier seht, das ist die Stelle. Und sobald dieser Servitor erledigt ist, seht ihr auch hier rechts die abgeschlossene Quest aufpoppen
Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann den Strike noch durchziehen oder ihr beendet ihn einfach. Reist ihr anschließend wieder zurück zu Tyra Khan, gibt sie euch die Handfeuerwaffe Storm. Sturm und Rang, wie der Name schon sagt, arbeiten zusammen. Und zwar hat Drang den Perk, dass sie die Waffe Sturm nachlädt, sobald man einen Kill erledigt. Und Sturm hat den Perk, dass sie die Energiewaffe, zum Beispiel die Pistole Drang, bei einem Kill nachlädt. Seid ihr also mit Sturm und Rang ausgestattet und stellt euch ein bisschen geschickt an, müsst ihr nie wieder nachladen, sondern immer nur die Waffe wechseln. Also im Prinzip, ihr macht einen Kill mit Sturm, wechselt die Waffe, macht einen Kill mit Drang, wechselt die Waffe, macht einen Kill mit Sturm, und so weiter. Ihr wisst schon Bescheid. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen weiterhelfen und freue mich natürlich über jedes Abo, jeden Like und jeden Kommentar. Haut rein!